Hallo Welt, da sind wir nochmal hier in unserer Serie ZFG, zu früh gekommen. Ja, und in dieser zweiten Folge schon zu Bloodbound, Into the Shroud, stellen wir nochmal den Titel von WRKS Games vor. Im Early Access hier noch eine sehr frühe Version. Crafting vendors can be found throughout the lands and are a great source of bartering and goods exchange in the local economies. Crafting vendors and stations in more advanced towns and cities will offer a more varied selection of craftables appropriate for their local area. Okay. Und oh, ja, tatsächlich, da bekommen wir etwas raus. Gesundheit, aha. Okay, mit den Pflanzen können wir sonst noch gar nicht so viel anfangen, ich verstehe. Ach so, wir haben keine Pflanzen mehr. Ja gut, dann reicht uns das ja auch an Gesundheit. Okay, können wir das denn jetzt immer oder gehen wir dann doch zu der Dame hier immerhin, um etwas herzustellen. Ah, das war die Kräuterfrau, die die Sachen dann herstellt. Ja, gut. Jawohl, hat doch geklappt. Ah ja, okay. Um Sachen herzustellen, gehen wir wohl tatsächlich dann hier zu der Kräuterfrau. I've been chasing this fool for 2 hours now. Just can't catch up to him. I will have to get back to hunting our food for now. Mehr Essen brauchen wir. Vielleicht können wir das Essen dann nachher verkaufen oder so. Oder tauschen. Hey, mach das nicht kaputt. Oh, hat er schon. Oh no! I've been fooled. He has cut out the way back. And he used magic. Mother said only us girls could channel the magic. I will have to investigate this. Er hat seine Magie benutzt, um den Baumstamm da kaputt zu machen. Das war aber auch ein ganz schön dicker Baum. Wow! Wo kommst du denn auf einmal her? Jetzt lernen wir schleichen, aha.
versuchen wir das doch mal. Da liegt doch irgendwas. Ein Stein? Das könnte ein Wolf sein, ein großer. Das ist kein Hirsch. Oder ein Bär? Ja, vielleicht ist es ein großer Bär. Aber vielleicht sollen wir ihn gar nicht abschießen. Vielleicht sollen wir ihn irgendwie aufheben, helfen. Oder der ist schon hinüber. Hey, oder wir können ihn reiten vielleicht. Ein Wolf ist das, ein großer. Aber er atmet noch. Oh nein. Ich würde gerne auf dem Wolf reiten, aber ich glaube, der lässt nicht auf sich reiten. Oder doch? Ich glaube, wir sind in dem Wolf drin. Der hat uns gefressen, glaube ich. Wie kommen wir da nur wieder raus? Ja, wir sind, glaube ich, im Wolf. Naja gut, liebe Welt da draußen, es ist ja nur ein Test. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, ob wir auf dem Wolf reiten können oder nicht, aber er hat uns wohl verspeist im Ganzen und hat sich schon schlafen gelegt. Und wir sind jetzt in seinem Bauch und er verdaut uns wohl so langsam allmählich. Das kann eine Weile dauern. Ja, damit sind wir dann also schon am Ende der Folge. Wie gesagt, ich hätte auch gerne ein bisschen weiter geguckt, aber wenn wir jetzt im Wolf sind, geht's ja nicht weiter, wenn er nichts weiter macht, außer zu schlafen. Dann bedanke ich mich also an dieser Stelle nochmal für die Spende des Titels und ich denke, dass Bloodbond Into the Shroud sehr interessant werden wird. Ein Wikinger-Spiel, wie es aussieht, mit Magie. Jagen können wir, Sachen herstellen und vor allem, was ich sehr schön finde, Sachen sammeln und wir können die Gegend erkunden. Was will man mehr? Sehr schöne Musik gibt es auch noch schon dazu. Auch schon jetzt zu diesem frühen Early Access Zeitpunkt. Ja, damit bedanke ich mich dann auch bei euch, liebe Welt da draußen, für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr von diesem Titel haltet und was ihr euch davon verspricht. Vielen Dank auch für eure Likes. Daumen hoch auch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. What a coward! Throws a rock and
runs away. I'm going to chase him down. Some deer up ahead. This is an excellent opportunity to try out some target practice. But don't worry, they won't mind. Use the tab key to select any of your available targets. Then the R key to cycle between them. When you are happy with your target selection, press the left mouse button to initiate your normal basic bow attack, or any one of the keys corresponding to your abilities on your ability bar to cast a spell. Try it now. These footprints. The Fjällmaren River runs through most of the Shroud in Sverige, and even some of its outlying forest areas. Thank you.
Not right now. Thank you.
Astrid was never much of a fisher. She preferred the quietness of hunting in the forest. Thank you.